Ja, du hast dir Brokkoli und Grünkohl ausgesucht. Eine wirklich gewagte Kombination. Und ich denke mal, ich werde daraus einen Aufstrich machen, also einen Brokkoli-Grünkohl-Aufstrich. Okay, was geht's? So, für den Aufstrich braucht ihr erstmal eine kleine Zwiebel. Die könnt ihr einfach halbieren, vierteln und dann klein schneiden und erstmal in eine Schüssel geben. Außerdem braucht ihr dann jeweils 70 Gramm Brokkoli, Grünkohl und Cashewkerne. Die Cashewkerne bleiben so, den Grünkohl und den Brokkoli schneiden wir allerdings ein bisschen klein. Und zwar möglichst so klein, wie es geht. Also beim Brokkoli könnt ihr erstmal außen die Röschen ein bisschen runterschneiden. Dann das Feine abschneiden und zum Schluss den Stiel einfach ein bisschen hacken. Das könnt ihr dann erstmal in eine Schüssel geben. Und dann jetzt an den Grünkohl. Und den solltet ihr ebenfalls ziemlich fein schneiden. Also am besten mit dem Kochmesser einmal lang gehen und ganz feine Streifen daraus schneiden. Und zum Schluss noch ein paar Mal quer durchgehen. Dann braucht ihr am besten eine Wokpfanne mit Deckel und die könnte schon mal 2 Esslöffel Olivenöl geben. Und sobald es heiß ist, könnt ihr die Zwiebel reingeben und kurz anschwitzen. Und kurz darauf könnt ihr auch die Cashewkerne dazugeben. Und mit anschwitzen so lange, bis beides ein bisschen Farbe genommen hat. So, und sobald es schön braun ist, gebt ihr einfach den Grünkohl und den Brokkoli dazu. Auch gleich einen Teelöffel Salz. Und das Ganze schwitzt ihr jetzt ein paar Minuten schön mit an. Unter ständigem Rühren auf jeden Fall. So, das waren jetzt 2 Minuten. Dann könnt ihr jetzt einen Teelöffel Majoran dazugeben. Kurz mit unterrühren. Und dann solltet ihr schnell sein. Und zwar gebt ihr 100 Milliliter Wasser dazu und tut sofort den Deckel rauf. Und macht ganz einfach den Herd aus. Und das Ganze lasst ihr jetzt circa 10 Minuten bis 15 Minuten auf dem Herd stehen. So, nach circa 10 Minuten könnt ihr den Deckel mal abnehmen. Und da sollte eigentlich Brokkoli und Grünkohl auf jeden Fall durch sein. Dann könnt ihr das Ganze in ein hohes Gefäß geben. Und das Ganze mit einem Pürierstab jetzt einfach nur noch schön fein pürieren. So, das sollte eigentlich reichen. Dann sollte eine schöne, relativ feine Creme haben. Der Grünkohl lässt sich natürlich nicht hundertprozentig fein pürieren. Deswegen werdet ihr immer so ein Stückchen haben, aber das macht eigentlich nichts. Und wenn ihr den vorher auch schön klein geschnitten habt, dann werden auch die Fäden, die in dem Grünkohl drin sind, auch nicht so lang werden. Also die werden dann auch nicht stören. Und damit habt ihr einen Grünkohl-Brokkoli-Aufstrich. Und ja, der ist wirklich sehr, sehr würzig im Geschmack. Also wenn ihr auf wirklich kräftige Aufstriche steht, dann ist das genau das Richtige für euch. Ja, ich finde den Aufstrich auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ja, ihr könnt es mal zu Hause ausprobieren und mal schauen, was ihr dazu sagt. Ist auf jeden Fall mal was anderes, als immer nur warme Gerichte damit zu machen. Ja, wenn ihr noch die anderen Kombinationen ausprobieren wollt, dann klickt einfach mal hier auf zurück. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!